Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. So, wir haben jetzt eine schicke kleine Shotgun gekriegt im letzten Part, die bestimmt gleich zum Einsatz kommen wird, dessen bin ich mir sicher. Lass mich raten, solche Barrieren können wir jetzt mit der Schrotflinte einreißen? Das wäre auf jeden Fall, ja, ein Problem, wenn es nicht geht. Sehr gut, das Ding hat Wumms, das gefällt mir. So, ich bin mir auch sicher, wir werden jeden Augenblick den Kannibalen Kalle treffen. Den wilden Willi, keine Ahnung, wie man's, wie man ihn nennen möchte. Ne? Vielleicht auch Karen, die Kannibalen-Schwester, whatever. Ne, Kannibalismus ist ja nicht nur den Männern vorenthalten. Es können durchaus auch Frauen anheimfallen. Der ganzen Sache. Das wollen wir ja an der Stelle mal sagen, ne? Wir wollen ja nicht sexistisch sein an der Stelle und Kannibalismus nur auf eine Seite stellen. Just saying. Okay, ja. Okay. Okay. Boah. Da ist auch. Boah. Alter. Ich sehe noch seinen Schatten. Ja, gönnt er sich einen Mitternachtssnack? Genau, ignorieren. Oh! Shit! Scheiße! Na toll! Ich dachte, es ist Kannibalen-Kalle. Nö, es ist Jumpscare-Jack! Da! Fuck you! Verzieh dich! Da sind noch mehr! Oh, na toll. Komm nur her hier! Bam! Eine Ladung Schrot gefällig? Ja? Zack! Ihr werdet alle geschrotet! Geht weiter. Ernsthaft? Shit, ich bin in ein verdammtes Nest gekommen. Ich habe hier ein Wespennest gestochen. What? Servus. Es werden immer mehr. Ganz toll. Oh, du Drecksau. Natürlich komme ich da nicht hoch. Nein. Ah, nein. Shit, shit. Wow! Shit! Oh, könnt ihr endlich mal alle verrecken? Nein! Oh, verzieh dich! Scheiße! Das darf nicht wahr sein. Zu viele. So viel steht fest. Aber ich sehe keinen Ausgang. Okay, doch nicht so viele. So, genau so. Verrecke. Nicht zieh weg. Oh. Ich habe hier wirklich in das Wendigo-Nest gestochen. Ne? Wendigo-Willi. Ja, ich habe das Gefühl, in diesem Part werde ich mir viele Namen überlegen für die Viecher. Mal. Jumpscare Jack hat mich richtig erwischt, ey. Okay, aus Respekt. 5 Abbilder mit dem Seil runterziehen. Oh. Dafür habe ich nicht genug Platz. Verdammt. Habe ich dort noch irgendwelche Abbilder? Wow, gesehen? Eindeutig nein. Okay. Oh. Was für Namen kann man sich noch für die Viecher überlegen? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Auge der Schlange. Naja. Hat sich nur wahrscheinlich von der Position des Questmarkers geändert.
Weder das Ziel noch die Mission an sich haben sich geändert. Oh Mann, ey. Guckt euch das an. Wir schwimmen hier gerade in den Überresten ihrer letzten Mahlzeiten. Ah. Okay, was jetzt? Das sollte sich eigentlich... Das sollte sich einfach... Ich würde es lustig finden, wenn Lara da tatsächlich unter Wasser noch weiter sabbeln würde. Und dann nur Geblubber rauskommt. Das wäre sowas von lustig und Attention to Detail. Da hätte ich den Entwicklern eine Menge Respekt für entgegengebracht. Ich muss das Ding selbst drehen. Ich glaube, das habe ich noch nie in einem Spiel gesehen, dass die Entwickler das so gemacht haben. Nun ja. Ah, okay. So. Okay. So, das war's. Ja? Da hoch soll ich? Was genau habe ich jetzt hier erreicht? Hey. Ah, oh, okay. Moment, ich dachte, da würde es weitergehen. Birgittinischer Rosenkranz. Dieser Rosenkranz ist ein reich verziertes Exemplar der birgittinischen Variante und hat 6 anstatt der üblichen 5 Gesetze. Da ist irgendetwas eingraviert. Dann schauen wir uns die Gravur doch mal an. Andrés López? Ah. López Andrés. Gut, gut. Hier noch irgendetwas? Sieht nicht danach aus. Okay. So. Uiuiui. Weiter, weiter, weiter. Bevor ich noch eingequetscht werde. Okay. Hallo, Goldvorkommen. Na komm, hoch. Jawohl. Perfekt. Oh je, schnell hoch, 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 hoch. Oh. Perfekt. Perfekt. So. Uiuiui. Ah, ja, 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 ja. Was? Nein, nein! Scheiße! Oh, ich habe jetzt mit Instant-Tod gerechnet. Alter Vater. Oh, wie ich da schön reingerannt bin. Nein, nein, nein! Okay, ich dachte, hinter mir wäre noch einer aufgetaucht. Ugh. Tagebuch des T-Serrano Nummer 7. Undatiert. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten López, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg. López befahl Perez, dem letzten überlebenden Konquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten. Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez' Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Oh. Okay. Tja, man weiß nicht, was machen die mit ihren Opfern? Töten sie sie tatsächlich sofort? Oder aufgrund eines Mangels an Aufbewahrungsmöglichkeiten des Fleisches verspeisen sie das Opfer nur nach und nach und lassen es noch am Leben?
Ich weiß, ich mache das Ganze jetzt wahrscheinlich noch deutlich finsterer, als es tatsächlich ist, aber... Ja... Ne? Todesschreie... Ich meine, wenn man so unfassbare Schmerzen ertragen muss, wie das einem das Fleisch von den Knochen gepellt wird... Da jage ich mir selbst schon einen Schauer über den Rücken mit solchen Gedanken. Ich verfolge das schon nicht weiter. Tagebuch des T. Serrano Nummer 6. 1. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. Wow. Okay. Oh. Diese ganzen Haufen und dann dieses Zeug, in denen die Knochen drin liegen. Wovon ich noch nicht einmal weiß, ob das eindeutig Matsch ist oder was anderes. Ich sag mal so, ich bezweifle, dass die Viecher oder die Kerle, was auch immer, die scheinen nicht wirklich in der Lage zu sein zu reden. Was für ein Anblick. Was ist hinter der Tür? Tja, Türen sind dazu da, geöffnet zu werden, also... Nein! Okay. So geht's auch, schätze ich. Puh, also ich gehe stark davon aus, die werden hier unten nicht gerade Toiletten aufgebaut haben. Ja? Nehme ich mal an. Hallo, Überlebensversteck. Oh, und ich bin auch noch an einem vorbeigeschwommen. Na, ganz toll. Und da komme ich jetzt nicht wieder zurück. Ah. Ich hätte öfter auf die Karte gucken sollen. So. Perfekt, das leuchtet mir schon freudig entgegen. Also, ich weiß nicht, sie scheint ja auch in der Lage zu sein, Waffen zu benutzen. Ja, okay. Das ist scheinbar auch alles, was sie an Kommunikation drauf haben. Ganz toll. Dafür habe ich nicht genug Platz. Die arme Säue. Tja, ich schätze mal, die Viecher tun sich schwer damit, die Kerle aus ihrer harten Schale zu pulen. Für genau das halten sie die Panzerung eindeutig. Oh Gott im Himmel! Ja, genau. Da kommen noch mehr. Alter, du Drecksau! Wie der ausgewichen ist! Meine Shotgun-Munition wird gerade sehr eng. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Mhm. Kann ich das einreißen? Jawohl. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ist gut, Lara. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Lara? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ey, sie ist wirklich wie so eine Nörgelstimme, die ganze Zeit in deinem Kopf herumgeistert. Die ist ja schlimmer als Navi. Entschuldigung, Lara, ich mag dich sehr, aber du stellst meine Nerven gerade auf die Probe, meine Geduld besser gesagt. Also, ich brauche fließendes Wasser an dem Lara. Rad. Ey. Nörgel, Nörgel, Nörgel. Okay, funktioniert das? Hm.
brauche fließendes Wasser an dem Rad. Oh, Lara. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Sag mal, kann ich das irgendwo ausstellen? Weil jetzt langsam wird's wirklich unerträglich. Nein, ich finde leider keine Einstellungen dafür. Das ist, warum? Warum gibt es dafür keine Einstellung? Das ist unfassbar... Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Unfassbar nervig. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Lara, wenn du nicht langsam damit aufhörst, fange ich damit an, selbst die Sätze permanent zu wiederholen. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Oh. Okay, ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Himmel. So. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Okay. Ah, das können wir wahrscheinlich so drehen, oder? Geht das? Fließendes Wasser an dem Rad. Oh, dann mach doch einen Vorschlag. Ne? Nicht nörgeln, mit überlegen, Lara. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ne? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Leute, die einfach nur sagen, was falsch, also die nur sagen, das, was falsch ist, aber nicht was genau. Ich brauche das fließendes ich ja auch Wasser gerne. An dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Warum, liebe Entwickler? Warum tut ihr das? Das ist doch eindeutig Absicht. Tja. Ah, klar. Das macht Sinn. Langsam wird das hier was. Ich hab genau das Viech gesehen, das da hochgeklettert ist. Ja, das war's. Jawohl. Fast fertig. Oh. Oh, Schande. Na, supi. Woher kommen die bloß alle? Hi! Ich hab dich mit der Shotgun abgeschossen! Okay, oioioi. Da meldet sich der Wecker. Alles klar. Eins nach dem anderen. Ich überlege gerade. Letzten Speicherpunkt laden. Wo lande ich dann? Sehr gut. Na dann. Und Nummer 3. So. Okay. Hier kann ich jetzt nämlich die letzte Kräuterart farmen. Okay, waren das alle? Ja, ich denke schon. Irgendeiner scheint noch von der Seite auf mich zu schießen. Aber naja, eins nach dem anderen. Irgendwo von dort scheinen weitere Schüsse zu kommen. Tja. Ist erstmal egal. Okay. Die Trophäe müsste jetzt ja gleich kommen. Ja.
Okay. Wow. Da sind ja doch noch ein paar mehr. Nutze ich gerade die falsche Kräuterart? Ich glaube schon. Mist. Ich müsste noch mal ganz kurz gleich gucken, weil das waren doch jetzt eindeutig mehr als 10, die ich erledigt habe. Was? Wieso respawnen sie gerade nicht? Auch nicht euer Ernst jetzt. Wie kann das denn jetzt sein? Ach, so ein Dreck. Ich habe wahrscheinlich zu viele von denen getötet. Und jetzt spawnen sie nicht mehr nach. Ah, habe ich einen anderen Speicherpunkt damit ausgelöst. Na super. Ich dachte, ich müsste auf das Wasserrad und dort irgendetwas machen. Na, Subi. Okay. Dann einmal auf die Seite. Haha. So, jetzt ist noch eine goldene Tür zu öffnen. Zwei Türen. Natürlich. Aber das muss die letzte sein. Wir wollen es hoffen. Keine Ahnung, warum du dir so sicher bist, dass das die letzte ist, aber ich vertraue deinem Urteil. Ich dachte mir, dieser Raum existiert bestimmt nicht ohne Grund. Aber ich fürchte, genau das tut er bereits. Mist. Wo genau soll ich jetzt hin? Dort lang? Wow, 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 Lara, 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 Lara. Ah, okay. So. Sehr gut. Was? Was war das gerade? Dieses Don. Oh je, irgendwas kommt noch auf mich zu. Ich sehe es kommen. Verdammt. So. Oh je. Okay, dann kümmern wir uns um die Aufgabe, die wir hier haben. Ah, sehr gut, wir können da wieder ein bisschen was rausreißen und runterreißen. Upsala, falsche Waffe. So, 3 von 5 Abbildern. Das hier reißen wir auch noch gleich mit ein. Passt. Viel besser. So. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Hallo. Wow, wow, wow. Ha. Headshot. Noch einer? Wow, von da? Oh, 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 oh! Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. So, Dille. Ah, ich sehe schon. Ah, nein! Ah. Der wunderschöne Shotgun-Schuss verschwendet. Okay.
Halt auf mit eurem ständigen Geknurre. Mist. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Das ist bestimmt irgendwo eingeklemmt da unten. Okay, das sieht doch gut aus. Oder? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ah, verdammt nochmal. Muss ich die Säule etwa einreißen? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Nee, das wird nicht funktionieren. An der Säule ist doch mein Seil befestigt. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Eieieiei. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Irgendwas übersehe ich gerade wieder. Vielleicht in die andere Richtung drehen? Nee, oder? Dreht sich nicht. Nö. Bewegt sich ja in beide Richtungen nicht. Verdammt! Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, das Ding wackelt auch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ey. Schön wieder runter. Lara. Ich müsste eigentlich auf irgendetwas draufstehen und dann diese Barrikade beseitigen. Aber wie soll ich das anstellen? Das darf doch alles nicht wahr sein. Mir fehlt gerade wieder irgendein Puzzlestück, das ich gerade komplett übersehe. Das hier würde mich ja wieder auf die Mitte zurückschmeißen, ungefähr, oder? Wenn ich jetzt hier reinspringe. Tja. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja. Das bringt leider keine neuen Erkenntnisse. Eieiei. Das kann ja noch heiter werden hier. So. Okay, ich habe das Gefühl. Fließendes Wasser an dem Rad. Ist gut, Laura. Ich habe das Gefühl, wir müssten langsam aber sicher zu einem Schnitt übergehen. Da ich euch sonst fließendes Wasser an dem Rad. Genau, das auf den Senkel gehen würde und weil ich zum anderen jetzt langsam keinen Plan mehr habe, was überhaupt noch möglich ist. Gut, vielversprechend. Ah, okay. So, immerhin, wir kommen jetzt voran. Jetzt kann ich wenigstens fließendes tauchen Wasser an dem Rad und das Zeug zerstören. Das klappt doch auch. Und fertig. Perfekt. Hallo, liebe Kannibalen. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, wo sind sie? Hallo. Wow, du Drecksau. So. Nehme ich jetzt noch meine andere Kräutermischung. Wow. So.
fließendes Wasser an dem Rad. Alles gut. Ach, stimmt ja, jetzt muss ich die ja erstmal wieder ausrichten. Mist, das ist ja eine Armee. Nee, Quatsch. Das Ding muss erstmal wieder in Position gebracht werden. So. Perfekt. Nein. Andere Richtung. Oder? Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch in die andere Richtung drehen können, aber egal. Jawohl. Beim nächsten Speicherpunkt werde ich dann auch für heute den Part beenden. Na toll. Okay, jetzt brechen sie die Verfolgung ab? Wieso denn das? Okay. Überhaupt nicht creepy. Sie gehen nicht rein. Tja, hier drin scheint eine unsichtbare Mauer zu existieren, durch die nur Lara gehen kann. Finde ich gut. Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Yaxil, die Göttinnen des Schutzes. Okay. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Ui. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unuratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Alter! Ja, geil! What the hell? Mit leeren Händen aus dem Cenote entkommen, Alter! Oh shit, das sind viele! Das sind viel zu viele! Oh nein! Ey, was war das denn jetzt gerade für ein Schrei, den die Anführerin da gemacht hat? Scheiße! Oh, die Dampiechen sind wie die Käfer. Verpisst euch. Oh. Die erinnern mich beim Movement so leicht an die Zombies aus World War Z. Dieser Schrei, den die Tante von sich gelassen hat. Alter, das hat gerade so ausgesehen, als ob Lara einen Pfeil im Flug aufgefangen hätte. Wow, wow, wow. Ist das Vorbeben eine Art Ausrede für die, dass sie doch noch reinlaufen und mich verfolgen können, oder was? War der Schrei, bedeutete der Schrei übersetzt Ausrede! Jetzt können wir! Schnell
schnell, schnell, schnell. Oh. Ich bekomme gerade die Bronzetrophäe, die Unterwelt. Ja. Ich habe die Unterwelt hier eindeutig schon ein paar Mal gesehen. Oder mehrere Versionen davon. Oder mehrere Schichten. Wie auch immer. Meine Fresse. Tja. Und auch schön, dass dieser Kannibalenstamm von niemandem Halt zu machen scheint. Selbst Trinity-Soldaten metzeln sie wahrscheinlich gnadenlos nieder, wie es scheint. Oder sie machen es, um den Anschein zu bewahren. Endlich. Geschafft. Tageslicht. Halleluja. Ah. So, alles beim nächsten voll. Lagerfeuer nicht mehr tragen. Wird definitiv erstmal gespeichert und der Part für heute beendet. So viel steht fest. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Zack. Na dann. Und ab dafür. Zack. Perfekt. Schön, schnell, Lara, bevor die Viecher am Ende doch noch einen Weg finden. Und ja, ich werde sie erstmal Viecher nennen. Das könnte helfen. Ich habe auch noch einen Alternativnamen, Wendigo-Wichser. Aber ich glaube, dass der Name hat keinen guten Flow. Überhang Steigeisen, neue Ausrüstung erhalten. Nice. Und noch ein Skillpoint. Sehr gut, neue Kletterausrüstung. Uiuiuiui. So. Dann schauen wir doch mal. Oh nein. Sehr gut. Damit kann ich jetzt ein bisschen dreidimensionaler klettern, wie es scheint. Gut. Ich nehme mal an. Nein, warte! Ich habe keine Taste gedrückt. Lara hat von alleine losgelassen. Also das Einzige, was ich gedrückt habe, war der linke Analogstick. Das kann doch nicht gereicht haben dafür. Mensch, Lara. Was war das denn jetzt schon wieder? So. Es muss doch gehen, da hochzukommen. Noch etwas wird mir hier ja wohl kaum noch... Nein! Ich krieg die Krise. Ich glaube, Lara wird nach und nach... Also sie kann sich scheinbar nicht ewig damit festhalten. Gehe ich stark davon aus und dann lässt sie nach und nach los. Richtig? Tja. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Komm schon, Lara. Ich würde gerne zur nächsten, zum nächsten Lagerfeuer kommen. Bevor der Part die 1-Stunden-Marke erreicht. Nein, 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 nein. Okay, ich hätte nach oben drücken sollen, den linken Analogstick. Alles klar. Das war der Fehler, den ich die ganze Zeit gemacht habe. Nur den linken Analogstick nach vorne halten. Ich bekomme die Trophäe Neue Höhen. Ja.
gucke ich das an. Wie gut sie sich da jetzt halten kann. Die kleine Spider. Uah, schön vorsichtig. So. Ach ja, habe ich eigentlich schon Berge und Haare erwähnt? Falls nicht, dann habe ich das damit offiziell. Reicht das tatsächlich? Boah, Alter! Jo, Lara! Wolltest noch spannend machen? Alles klar. Puh, was für ein gewagter Sprung. Und ich bekomme die Trophäe Zoologin. Okay. Ha. Dafür, dass ich mehrere Käfer und sonstige Sachen erwischt habe, von denen ich Gift kriege? So verstehe ich die Trophäe jetzt nämlich. Ich habe gerade eben irgendetwas eingesammelt, was mir Toxin einbringt. Und direkt danach kriege ich die Trophäe. Krass. Wow, okay. Zack. Fast perfekt. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Ja. Oh, alter Vater. Oh. Knappe Kiste, Lara. Boah. Die macht hier auch Akrobatik-Kunststücke. Boah. Da würden, glaube ich, die Eltern von Dick Grayson tot. Na, ich glaube, den Witz sollte ich lieber nicht bringen. Zu unanständig. Wegen toten Eltern. Naja, wobei. Na. Ich sag's trotzdem nicht. Ist so eine Grauzone. Okay. So, komm schon. Noch. Piranha-Schwarm verstecken. Ganz toll. So, den schön hinterher dackeln. Und zack. So. Was könnte mir hier noch passieren? Hier sehe ich die Piranhas nun wirklich nicht. Wo kommen wir jetzt am Ende wieder raus? Da bin ich auch schon gespannt drauf. Die verborgene Stadt? Was? Wo? Okay. Krass. Ach so, innerhalb der Stadt legt sie die Ausrüstung dann wieder weg. Alles klar. Rebellion lebt, zu Unuratus zu Hause zurückkehren. Oh, welch ein Zufall. Hier in der Nähe geht ja eine Nebenmission weiter. Moment, da ist doch auch das Lagerfeuer. Perfekt. Wisst ihr was? Dann können wir ja die Nebenmission weitermachen. Allerdings erst im nächsten Part. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Okay. Und diesen Eingang, beziehungsweise die Höhle an sich, die werden wir dann erst im nächsten Part erkunden. Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Mhm. Was haben wir denn hier noch? Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf 2 erfasste Ziele? Auf 3 erfasste Ziele? Spannen ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das wäre eine Möglichkeit. Leuchtmunition. Wisst ihr was? Ich würde sagen, die nehmen wir einmal.
So, und Sprünge, Landungen und Stürze sind leiser, würde ich sagen, nehmen wir auch noch mal, oder? Ja, doch. So. Dann ist das erledigt. Schrotflinten. Stimmt. Da brauchen wir erstmal nichts weiter. Ja, passt. Alles klar, Leute. Dann würde ich an dieser Stelle für heute gerne den Part beenden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!